Ja, sonnige Grüße aus dem Outback Münchens. Hier nochmal vom JFD Live Trading TV. Christian Kämmerer, wir wollen den DAX begutachten, nachdem ja auch die Amerikaner ja relativ gut reingekommen sind in den Markt. Erscheint mir doch der DAX gerade noch ein Stück weit interessanter. Wir sehen hier zunächst wieder die Beschau von heute Morgen, in der schon deutlich wurde, dass wir hier die Range, die grundsätzliche Range anhand der JFD 24-Stunden-Indikation schon ausgeschöpft hatten. Und dies hier grundsätzlich begrenztes Potenzial sozusagen nach unten in Aussicht stellte. Hingegen hier die Xetra-Integration, die ich jetzt gleich mal aufrufe, hier noch wesentlich mehr Spielraum sozusagen in erster Linie veranschaulichte. Aber wir sehen hier mittlerweile auch hier die Range sauber abgearbeitet. Das heißt, wir sehen hier die heutige Tageskerze, die sich hier innerhalb von 10.785 bis 11.028 bewegen sollte. Nach dem ersten Rutsch heute Morgen hier in Richtung dieser unteren Range hat sich der DAX dann jetzt hier tatsächlich weiter nach oben aufgemacht, der Xetra DAX, und hat hier die Range mit aktuell 220 Punkten nahezu komplett ausgeschöpft. Nach oben, wie gesagt, der Schnitt hier im Xetra DAX 231 Punkte. Das heißt, ein Stück weit kann er vielleicht noch oben draufsetzen. Und dann haben wir hier eigentlich ein wunderschönes Reversal zu sehen. So, das gleiche hier in der 24-Stunden-Indikation. Da sieht das Ganze noch ein Stück weit deutlicher aus. Wir haben hier diese Hammerkerze. Was sagt uns eine Hammerkerze? Grundsätzlich hat sich hier das Sentiment gedreht innerhalb des Verlaufs der jeweiligen oder des jeweiligen Timeframes. Wir sehen hier diese Kerze. Scrollen wir uns mal ein Stück weiter ran. Hier diese Kerze vor dem Hintergrund, dass wir hier praktisch den Preisverlauf des heutigen Tages komplett ohne Gap einfangen. Dann zeigt dies, dass wir den Ausverkauf gesehen haben und eine entsprechende Erholung. Das heißt, die Marktteilnehmer haben ihre Stimmung komplett gedreht. Und dies ja, obwohl es hier immer wieder noch dunkle Wolken am Horizont gibt, ist praktisch das Tagestief 10.816 Punkten, beziehungsweise das Tagestief lag vielmehr bei 10.797 Punkten hier in der Indikation. Letztlich hat aber, wie gesagt, das Level der Range hier gehalten und der DAX ist hochgekauft worden. Und wir sind jetzt hier knapp oberhalb des Openings und so eine Hammerkerze zeigt eben hier einen Sentimentwechsel an. Das heißt, für heute ist hier grundsätzlich der Tag eigentlich gelaufen. Die Range ist sowohl im Xetra als auch in der 24-Stunden-Indikation komplett gelaufen. Doch was soll uns die Hammerkerze noch sagen, noch verdeutlichen? Dazu gehen wir jetzt mal hier in die klassische Chartbeschau. Hier nochmal kurz das Reversal von heute Morgen, was sich hier dann letztlich nicht erfüllte. DAX hat sich hier, wie gesagt, sauber nach oben emporgearbeitet. Und wenn wir jetzt hier mal den klassischen Stundenchart auf der Basis der technischen Analyse sehen, dann sehen wir, dass sich hier ein Kreuzwiderstand im Bereich 11.065 aufbaut. Einhergehend hier mit dieser Abwärtstrendlinie aus dem Stundenchart, auch hier wieder in der 24-Stunden-Indikation. Und hier diesen Horizontalwiderstand eben bei 11.065 Punkten. Das dürfte morgen ein sehr, sehr interessantes Level werden. Achten Sie, heute schon mal notieren, auf das Niveau 11.065 Punkte während des heutigen vielleicht außerbörslichen Handels im Sinne der Indikation oder eben dann speziell morgen, wenn es losgeht, direkt zum Xetra Opening. 11.065 dürfte interessant bleiben. Doch jetzt mal hier vielmehr in den Tageschart und eben der sich hier darstellenden Umkehrformation. Dass wir hier so ein Stück weit seitwärts laufen bei dieser Trendlinie, deswegen auch hier der grüne Pfeil, wurde erwartet. Also der direkte Durchprall nach unten war jetzt nicht unbedingt das favorisierte Szenario, aber mit der Hammerkerze von heute muss man natürlich die Situation noch ein Stück weit neu bewerten. Und das lässt jetzt hier natürlich den Schluss zu, dass wir auch morgen eine Erholungsfortsetzung sehen können. Jetzt ist natürlich nur das einzige oder die einzige Unsicherheit, dass wir morgen 20 Uhr das FED-Event haben, 20:30 Uhr die Pressekonferenz. Das heißt, der morgige Handel generell dürfte sich richtig auflösen dann erst am Abend, wenn die FED eben hier Statements in Sachen Zinsperspektive, Zinsanhebungstermin und dergleichen eben vollzieht. Es gibt ja auch Spekulationen darüber, dass die FED sogar morgen schon eine Leitzinsanhebung durchführen wird, was eher unwahrscheinlich ist. Aber generell sieht das jetzt mal hier ganz konstruktiv aus. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir im Bereich der unteren Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals sind, jetzt eben hier das starke Reversal gesehen haben. Wenn wir jetzt hier eine schwarze Kerze hätten, also sprich, das Intraday-Reversal nicht in dieser Art und Weise vollzogen worden wäre, müsste ich hier immer noch ein Stück weit nach unten das Ganze ansetzen, sozusagen der Markt hier weiter mit dem Risiko, dass es doch einen Ausverkauf noch nach unten geben wird. Aktuell sehe ich aber hier kurzfristig korrektive Erholungschancen in Richtung Gap Close.
zum Wochenauftakt. Und im Ausdehnungsfall, meine lieben Zuschauer, kann es sogar hier noch deutlich höher gehen, dass wir hier die Marke von 11.400 Punkten etc. wieder attackieren. Das sieht ganz interessant aus. Die letzten Fed-Events ja übrigens an dieser Stelle immer auf Seiten der USA relativ bullisch zu sehen. Das heißt, in der Masse der letzten Jahre, so meine ich meine ältere Statistik gesehen zu haben, ist es direkt so, dass die Fed hier, oder besser gesagt, der S&P 500, die US-amerikanischen Indizes, im Bereich des Fed-Events speziell am Tag und danach hier eine positive Tendenz aufweisen. Und mit der aktuellen Hammerkerze beim DAX impliziert das so ein Stück weit, dass wir hier einen Erholungsimpuls, ja, vielleicht erwarten dürfen. Dazu passt grundsätzlich die Wochentagstendenz, die wir hier am Mittwoch und Donnerstag sehen. Wir haben hier morgen und übermorgen die zwei bullischsten Tage während der letzten 52 Handelswochen beim DAX mit einmal 52% und einmal 62. Das ist ganz klar der bullischste Tag schlechthin am Donnerstag. Der Freitag schlägt hier wieder komplett in die andere Richtung mit 38%. Aber wir wollen Augenmerk auf das kurzfristige Bild richten und das zeigt, dass wir hier kurzfristig durch die Wochenstatistik, durch die heutige Hammerkerze hier weiteres Erholungspotenzial im Markt sehen, bis zumindest hier dem Gap Close eben 11.210 Punkte rund und im Ausdehnungsfall sogar noch deutlich höher 11.400 plus, also sprich diese Range Zone, diese Widerstandszone hier 11.350, 11.400 Punkte könnte diese Woche tatsächlich nochmal attackiert werden. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Saisonalität. Die zeigt hier ja kurzfristigen Aufwärtstrieb, dann hier eine relativ zähe Seitwärtsphase. Also so richtig überzeugend ist die Range während der kommenden 60 Tage oder besser gesagt die Handelsbewegungstendenz der letzten 60 Tage unter saisonalen Gesichtspunkten nicht. Eher eine leichte Schwäche hier zu sehen, aber generell unabhängig der Saisonalität, die Wochentagsstatistik, die heutige Hammerkerze, der Abprall vom unteren Trendkanallinienbereich, auch wenn nicht genau punktuell getroffen, deutet aber hier eine Erholung an. Und das ist im Prinzip die Botschaft. Mit der sich hier aktuell darstellenden Hammerkerze sind die Chancen auf eine temporäre Gegenbewegung gegeben. Lassen Sie mal morgen die Fed zum Beispiel sagen, wir erhöhen die Leitzinsen doch erst 2016. Es bleibt also alles hier im niedrigen Level. Könnte der Markt höchst positiv darauf reagieren. Wie der Markt letztlich auf die einzelnen Statements, egal ob Zinsanhebung, Zinsverschiebung oder was auch immer reagiert, das kann man ja praktisch eh nur orakeln. Aber der Chart selber, die Massenpsychologie in Form der Preistendenz, die wir hier sehen, deutet hier zumindest eine technische Erholung an. Ganz klar umdenken muss man, wenn der Markt natürlich hier das heutige Low unterschreitet, also deutlich unter 10.800 Punkte einbricht und dann hier möglicherweise auch diese untere Trendlinie des Abwärtstrendkanals unterbricht oder besser gesagt unterschreitet, dann, meine lieben Zuschauer, sehe ich relativ schnell die 10,6 und tiefere Preise. Doch ist das nach aktueller Einschätzung, aktuelles Statement, nicht das präferierte Szenario. Und insofern sind wir doch mal gespannt, was der morgige Tag bereithält. In jedem Fall dürfte es spannend werden mit der heutigen Schlussauktion, die hier eben auf diese Hammerkerze hindeutet. Das Sentiment hat Intraday getreten nach diesem Abwärtsimpuls und das ist per se eine bullische Situation. Warten wir ab, was passiert. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen restlichen Handelstag voller Ruhe und Entspanntheit. Morgen sollte man neu angreifen. Und in diesem Sinne, auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss.